Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Heute habe ich noch mal ein Interview für euch in meiner Selbstliebe-Woche. Ich habe nämlich für euch im Laufe der Woche jeden Tag per WhatsApp einen Impuls, eine Übung, was Schönes, was ihr ausprobieren könnt für euch, für eure Selbstliebe. Und wenn ihr da noch nicht dabei seid, könnt ihr euch gerne noch dazu anmelden. Den Link findet ihr unten in der Infobox. Das ist natürlich kostenfrei und das ist jetzt nicht so eine riesige WhatsApp-Gruppe, sondern ihr bekommt wirklich jeder einzeln von mir die Nachrichten bei WhatsApp zugeschickt. Und das Thema dieser Woche ist halt Selbstliebe. Und dazu habe ich auch nochmal Christina Raab interviewt. Wir stehen schon sehr, sehr lange in Kontakt und wollten immer mal was zusammen machen. Und jetzt hat sich's irgendwie gerade so angeboten und wir hatten wirklich ein super schönes Gespräch. Es war sehr inspirierend. Ich höre ihr auch sehr, sehr gern zu. Es ist auch sowas Entspannendes einfach, sich das anzuhören. Und ich habe für mich selbst auch nochmal was mitgenommen, was ich unbedingt mir jetzt ein bisschen näher angucken möchte, ausprobieren möchte. Und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und zu einem neuen Interview. Ich freue mich sehr, dass Christine und ich heute endlich zusammengefunden haben und wir heute ein bisschen über das Thema Selbstliebe sprechen werden. Magst du dich zu Beginn gerne erstmal vorstellen und erzählen, wer du bist und was du machst? Hallo erstmal alle zusammen, die hier zuhören. Ich freue mich auch mega, dass wir es jetzt geschafft haben, hier uns zu treffen. Ja, wer bin ich, was mache ich? Das sind immer so diese Fragen. Eigentlich müsste man aus dem FF das alles beantworten können und irgendwie fängt man trotzdem immer wieder an, als hätte man es noch nie erzählt. Also wie du schon schön gesagt hast, Christine ist mein Name, Christine Raab, um es ganz genau zu sagen. Ich bin jetzt Mitte 30 und habe einfach so in den letzten Jahren eine etwas größere, teilweise steinigere Reise hinter mich gebracht, was ja grundsätzlich so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt war, so ein bisschen meine Brustkrebserkrankung 2014 und die Behandlung anschließend. Und habe da dann einfach nochmal so ein bisschen mein ganzes Leben mehr oder weniger umgemodelt, umgestellt, habe dann Yogalehrerausbildung gemacht, mich nochmal intensiver mit den Themen Energiearbeit auseinandergesetzt und bin schon länger selbstständig, habe also auch in meinem Selbstständig-Dasein quasi mein Tun ein bisschen geswitcht, habe da wirklich vieles umgestellt und geändert. Wirst du bestätigen können, ist nicht immer ganz so einfach, wenn man selbstständig ist und gerade solche Dinge mitmacht. Und ja, genau, du hast eben schon gesagt, es geht so ein bisschen ums Thema Selbstliebe und das ist eben auch ein Punkt, der da wirklich inzwischen auch eine große Rolle spielt, wo ich merke, dass das ist was, das beschäftigt mich immer wieder, so dieses eigene, auch eigene Selbstwert, auch eigene Wahrnehmungen, wie sehe ich mich, wie sehen andere mich, was davon ist irgendwie vielleicht gesellschaftliche Erwartungen, was ist so mein eigenes. Und ich teile einfach ganz, ganz viel von meinen Gedanken und von all dem in den üblichen Social-Media-Kanälen und habe da eben ganz, ganz viel Austausch mit vielen und merke, dass es ein Thema ist für ganz viele andere eben auch und freue mich, dass wir da schön immer in den Austausch gehen können und hoffentlich alle gemeinsam dann da auch was verändern können. Das ist so vielleicht die kürzeste Form zu sagen, was ich gerade mache und wer ich bin und genau. Schön. Ja, ich finde so Selbstliebe ist so die Grundlage von allem, so ein bisschen. Und hol uns mal ab, an welchem Punkt oder kannst du dich an den Punkt erinnern, wo du angefangen hast, dich mit deiner Selbstliebe auseinanderzusetzen? Da mal näher hinzuschauen? Ja, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es da einen speziellen Punkt gibt, sondern das ist ja dann so ein bisschen ein schleichender Prozess. Ne? Ich würde sagen, ausschlaggebend war da schon so ein Stück weit auch vielleicht die Yogalehrerausbildung, weil es einfach auch so einfach 2 Jahre gedauert hat. Es war eine sehr intensive Zeit. Es ist ja viel mehr wie einfach nur auf der Matte rumturnen. Also das ist ja auch ein Vorurteil, mit dem ich immer gerne aufräume, sondern es geht ganz viel eben um philosophische Fragen. Es ist grundsätzlich eine Philosophie, die Yoga-Lehre und da spielen eben ganz viele philosophische Themen mit rein und da geht es eben auch viel um das, wie sollte ich leben, wie sollte ich mich verhalten im Leben. Zum Beispiel eben auch dieses gut mit mir selber sein, sich um sich selber kümmern und auch eine gewisse Wertschätzung haben, was zum Beispiel, jetzt mal ganz plump gesagt, auch was damit zu tun hat, wie kleide ich mich? Habe ich immer nur Sachen an, die löchrig sind und kümmere mich da eigentlich gar nicht um mich? Oder zum Beispiel Körperhygiene, ne? Gehe ich irgendwie nie duschen, weil mir es eigentlich einfach alles egal ist? Oder sind es auch Dinge, wo ich mich einfach mit mir beschäftige und wo ich mich gerne mir zuwende? Und ich habe schon immer so ein Faible auch gehabt für verschiedene alternative Methoden oder Techniken, sage ich jetzt einfach mal. Und
so eine Schwesternphilosophie von Yoga ist ja zum Beispiel auch Ayurveda. Und da gibt es auch ganz viel, was eben in diesen Selbstwert, in diesen Selbstliebecharakter fällt, so Sachen wie ayurvedische Selbstmassage und so weiter. Und so war das eigentlich, glaube ich, dieser schleichende Prozess mit der Yogalehrerausbildung, mit dem Auseinandersetzen mit mir selber, mit diesen Fragen, was will ich eigentlich, wie soll es bei mir weitergehen? Das war sicher auch durch die ganze Krebsbehandlung, durch die Chemotherapie und so weiter, dass ich dazwischendurch Phasen hatte, wo ich echt dachte, ich schmeiß alles hin, ich kann nichts, ich bin nichts und das ist alles blöd. Was natürlich auch dann mit an der Behandlung oder auch an den Medikamenten zum Teil lag, ne? Dass man da wirklich in solche depressiven Phasen fällt. Aber ich glaube, es war dann so die Summe aus diesen ganzen einzelnen Teilen und auch das Beschäftigen mit Persönlichkeitsentwicklung im Allgemeinen. Ne? Also, dass diese ganzen verschiedenen Bausteine, sage ich jetzt mal, mich eigentlich immer mehr dahin gebracht haben, zu diesem Punkt, wo ich jetzt bin und auch dieses das nach außen tragen. Ich habe schon in den ganzen letzten Jahren eigentlich auch die Brustkrebserkrankung zum Beispiel immer viel geteilt und war da immer so versucht, möglichst offen und ehrlich und das rüberzubringen, was auch was ist, was viele witzigerweise dann an mir so schätzen, dieses authentisch sein. Und wo ich einfach merke, ich kann da ganz viel, inzwischen ganz viele erreichen und auch ganz viel bewegen. Und wenn nur eine Person jetzt in dem Moment dann hier zuhört und das bei der irgendwie im Kopf jetzt Klick macht und die denkt, oh, irgendwie muss ich da nochmal anders rangehen, dann finde ich, dann hat man einfach schon echt viel geschafft, weil diese Person erzählt es vielleicht einer Freundin und die erzählt es wieder einer Freundin. Also es ist dann so dieser Effekt, den es gibt, ne? Und genau das ist eben der Punkt, wo ich für mich auch dann gemerkt habe, ich kann das gut, ich kann einfach gut mit Menschen und möchte das dann so auch weitergeben. Aber ich glaube, es ist, zumindest aus meiner Erfahrung kann ich jetzt nicht sagen, es gibt so diesen einen Moment, wo man da sitzt und denkt, jawohl, jetzt müsste ich mal irgendwie anfangen, mich selber mehr zu lieben. Ja. Ne, sondern das ist dann wirklich so ein schleichender Prozess, dass man immer mehr hinterfragt und immer mehr sich eben diese Gedanken macht, in diese Reflexion geht von sich selber und von allem, was um einen rum ist. Genau, das hast du schön erklärt. Ich glaube, wenn man sich mit sich selbst auseinandersetzt, kommt man zwangsläufig an diesen Punkt, wo man sich auch mit Selbstliebe und wie man sich selbst wahrnimmt, auseinandersetzt. Wie würdest du sagen, war das am Anfang bei dir? Ist dir das leicht gefallen? Weil es gibt natürlich auch Menschen, die haben da so viele Hemmungen, so viele Blockaden, die können sich selbst nicht mal in die Augen schauen, wenn sie in den Spiegel gucken. Wie war das bei dir? Warst du da schon so ein bisschen eher eingestellt, dass dir das leichter fiel? Nicht direkt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es mir besonders leicht gefallen ist, aber auch nicht besonders schwer, sondern relativ neutral, was auch einfach daran liegt, dass es Themen sind, mit dem man sich im Normalfall nicht beschäftigt. Es ist nichts, was man in der Schule oder im Kindergarten oder so lernt. Ne? Es ist nichts, wo man sagt, ach komm, jetzt sag doch einfach mal zu dir selber, dass du toll bist oder so, ne? Was man ja auch mit Affirmationen im Endeffekt oft macht. Ne? Das ist einfach so erstmal ganz fremd. Und es ist jetzt auch nicht so, nur weil ich mich mit der Thematik beschäftige, dass ich jetzt jeden Morgen aufstehe, in den Spiegel gucke und denke, jawohl, du geile Schnitte oder so, ne? Sondern das ist ja auch nach wie vor dieser Prozess. Dass man, und auch da immer zu gucken, wie viel ist jetzt wirklich auch gesund. Also man kann nicht alles immer nur unter den Mantel Selbstliebe packen und zum Beispiel sagen, ich kümmere mich gar nicht mehr um mich, weil ich habe mich ja auch so gern oder so. Ne? Sondern es ist immer so dieses Spiel, immer dieses Rausfinden und immer wieder selbst zu reflektieren. Und dann gibt es manchmal Tage, da guckt man in den Spiegel und denkt, jawohl, passt. Und manchmal guckst du rein und denkst, oh, irgendwie müsste ich halt doch jetzt echt mal weniger essen, mehr Sport machen, gucken, dass ich da irgendwie abnehme und ne, so diese Speckröllchen oder wenn man Klamotten kauft und die einfach von der Art und Weise des Schnitts nicht so 100% passen. Ich finde gerade körperlich ist es ja oft so ein Thema, dieses ganze Selbstliebe-Dasein, dass man da immer wieder auch mit sich hadert und immer wieder einfach für sich da gucken muss, ist es jetzt das, was ich will? Ist es das, was mich stört? Habe ich dieses Gefühl nur, weil mir das überall so suggeriert wird von der Gesellschaft? Stört mich das selber? Was genau stört mich daran? Möchte ich was ändern? Was ist mir das wert, das zu ändern? Also zum Beispiel, jetzt ist es mir wert, jeden Tag Kalorien zu zählen und gefühlt auch vieles zu verzichten, nur damit ich nachher irgendwie 5 Kilo weniger habe. Und wem will ich eigentlich was beweisen mit diesen 5 Kilo weniger? Geht es um mich oder möchte ich dann einfach nur anderen zeigen, dass ich so toll aussehe und worum geht's da? Ja. Und das sind ganz viel auch eben Ego-Themen, die damit reinspielen und das ist wiederum auch ein großes Thema immer wieder in der Yoga-Philosophie zum Beispiel, ne? Dieses Reflektieren, wo kommt das Ego durch und was will ich eigentlich wirklich? Und deswegen
auch da würde ich sagen, es ist ein Prozess, es ist im Grunde eine Art lebenslanger Prozess, sich da immer wieder mit auseinanderzusetzen. Und es ist am Ende auch eine Übungssache, wirklich zu sich selber gut zu sein, mit sich selber da gut umzugehen, auch zu sich selber gut zu sprechen. So Sachen wie, du sitzt am Computer und du machst irgendwas und es funktioniert nicht und dann denkst du, oh Mann, bin ich blöd. Ne? Also schon dieses, oh Mann, bin ich blöd, wie negativ man eigentlich mit sich selber spricht und wie schnell man dazu neigt, sich abzuwerten in Dingen, die man einfach, ja, die einfach ganz wertfrei erstmal sein könnten. Und das dann aber zu merken in dem Moment und zu sagen, ey, nee, was sage ich jetzt eigentlich gerade für ein Quatsch? Nee, natürlich nicht blöd, sondern nur, weil ich jetzt gerade die eine Sache hier nicht hinkriege. Und das sind aber auch Dinge, die so lange sich eingeschlichen haben. Ich meine, ich bin jetzt, glaube ich, 36 aktuell. also Mitte 30. Ich lebe jetzt schon so ein paar Jährchen mit diversen Dingern, die man mehr oder weniger sich unbewusst immer wieder selber sagt, die man vielleicht als Kind gehört hat, sei es von Eltern, von Lehrern, auch gar nicht böse gemeint, ne, sondern so flapsige Bemerkungen, die einfach mal nebenbei gemacht werden und die vielleicht sich in dir dann trotzdem irgendwo versteckt halten und dann in irgendwelchen Momenten, wo du schon Jahre nicht dran gedacht hast und auf einmal zack ist dieser Moment da und diese Situation, dieses Gefühl und dann bist du wieder voll in diesem Kleinkind-Modus. Ne? Und das sind einfach alles Dinge, die, das braucht Zeit und dann darf man immer wieder auch geduldig mit sich selber sein, immer wieder in diese Wertfreiheit gehen, sich nicht selber zu bewerten, abzuwerten, nicht selber sich zu verurteilen. Auch nicht sich zu verurteilen, dass man vielleicht jetzt schon lange in diesem Prozess ist und dann denkt, es müsste jetzt eigentlich schon besser sein, sondern immer wieder für sich zu gucken, ist jetzt so, ich kann immer nur versuchen, das so gut zu machen, wie es mir im Moment möglich ist und vielleicht ist es morgen anders, vielleicht ist es nächstes Jahr anders, vielleicht auch nicht, vielleicht brauche ich einfach noch diesen Prozess. Also lange Rede, kurzer Sinn, um auf die Frage zurückzukommen. Es fällt mir weder leicht noch schwer, es fällt mir, glaube ich, immer phasenweise leichter oder schwerer, je nachdem, wie gerade die Tagesform ist, wie gerade die Stimmung ist, wie die Gesamtsituation ist. Und ich glaube, das ist was, das kennt jeder so ein bisschen. Und klar, es gibt Methoden, es gibt Techniken, wie man da selber sich drin üben kann. Oder es ist natürlich auch eine Möglichkeit, immer durch Coachings zum Beispiel, also ich gebe ja auch Coachings, dass man sich da dann Hilfestellung holt von wem anders, wenn man sagt, ich schaff's einfach alleine da nicht raus oder ich schaff's alleine nicht, da hinzugucken oder ich, ne, merke, ich komme immer wieder in diese Situationen, wo ich dann nicht mehr weiß, wie soll ich weitergehen und wo es in der Theorie zwar gut ist, aber praktisch nicht klappt. Und da kann man sich dann Hilfe holen, was ich auch zum Beispiel immer wieder regelmäßig mache. Und ja, von daher, du hast immer so schön Trust the Process, ne? Also immer schön drauf vertrauen, dass es einfach weitergeht. Genau, das hast du schön gesagt, das ist einfach ein Prozess. Also ich stelle mich nicht heute hin und sage, ab heute liebe ich mich selbst und ich finde mich jeden Tag total toll, weil wir einfach als Frauen auch zyklisch sind. Mhm. Und dann hat man diese Aufs und Abs. Und aber Selbstliebe wird, glaube ich, auch manchmal oft verkannt. Also entweder mit diesem Optimierungswahn, sei es jetzt optisch oder sei es auch innerlich oder was ich alles können und schaffen muss. Oder aber Selbstliebe wird mit Egoismus gleichgesetzt. Mhm. Weil dann beschäftige ich mich ja nur mit mir selbst. Und aber es ist ja eigentlich, umso mehr ich mich liebe, kann ich ja auch andere lieben. Ja. Und das möchte ich ja dann auch weitergeben. Mhm. Was du vorhin schon gesagt hast, das habe ich ja auch diesen Anreiz, wenn du nur mit einer Person hilfst, die dieses Video schaut, hat man eigentlich schon alles erreicht, was man möchte. Ja. Aber wenn wir jetzt nochmal darauf zurückgehen, genau, was bedeutet denn Selbstliebe für dich? Weil es ist für jeden schon so ein bisschen was Individuelles. Was bedeutet es jetzt persönlich für dich? Ich würde es für mich wirklich daran festmachen, wie ich mit mir selber umgehe, wie ich mich selber behandle, was ich für mich Gutes tue. Also eher so ein bisschen im Sinne der Selbstfürsorge, der Selbstachtung, des Selbstwertes. Also immer wieder auch zu gucken, was tue ich mir Gutes? Zum Beispiel durch, ich sage jetzt mal, die ayurvedische Selbstmassage oder dadurch, dass ich zum Yoga-Unterricht gehe oder dass ich irgendwie für mich meditiere. Aber es muss gar nicht das alles sein. Ja, wenn jemand anders sagt, ich bin voll bei mir, ich tue mir selber was Gutes, wenn ich morgens 10 Kilometer laufen gehe oder wenn ich einfach am Wochenende nicht zur Party gehe, sondern ganz plump zu Hause auf dem Sofa sitze und irgendwie einen schönen Film gucke, am besten noch irgendwie Popcorn-Kino, also gar nichts hochtrabend, irgendwie intellektuell was Lehrreiches, sondern irgendwas total Profanes, dann kann das genauso gut eben Selbstliebe sein. Und das ist auch das, wie ich das für mich versuche zu praktizieren. Also auch da, wie du schon schön gesagt hast, nicht in diesen Selbstoptimierungswahn zu verfallen,
Und ich darf jetzt nur noch Bücher lesen, die mich irgendwie weiterbringen. Ja. Nee, ich darf auch genauso gut irgendeinen popeligen Krimi lesen oder irgendeinen 50 Shades of Grey, ja, wo ich denke, absolut nichts Lehrreiches vielleicht, ja, je nachdem, wie man sieht, aber einfach nur aus Unterhaltungszwecken, weil es mir dann einfach in dem Moment gerade damit gut tut und weil ich da einfach mich dann gut mitfühle. Und deswegen ist es ganz, ganz individuell. Für mich hat es einfach viel damit zu tun, zu gucken, was tut mir gut, weil ich eben ein Mensch bin. Ich neige immer dazu, ich neige leider immer sehr dazu, über meine eigenen Grenzen zu gehen, schon immer. Also einfach zu viel, ich sag jetzt mal, zu arbeiten, zu viel zu tun, mir einfach zu wenig Pausen zu gönnen. Und ja, auch so Sachen wie, man ist dann krank und, also ne, früher war das sehr extrem, arbeite trotzdem immer weiter. Inzwischen versuche ich da eigentlich schon mehr zu gucken, um mir dann entsprechend Auszeiten zu nehmen und ja, eben auch Pausen einzubauen und sowas. Und das sind Sachen, die für mich persönlich ganz individuell was mit Selbstliebe zu tun haben. Nicht um mich da selber zu kümmern und, wie du schon auch gesagt hast, zu schauen, dass es mir gut geht. Und wie dieses "es geht mir gut" aussieht, das ist ja für jeden ganz anders. Genau, es soll halt nicht in Arbeit ausarten. Mhm. Und du sollst dich nicht jeden Tag so deine 5 Übungen, die du machen musst, zur Stärkung deiner Selbstliebe. Natürlich gibt es sowas. Ja. Natürlich gibt es sowas. Aber für mich ist auch so viel diese Selbstfürsorge. In dem Moment überlegen, was würde mir jetzt gut tun. Und wenn es der Schokoriegel ist, ist es halt der Schokoriegel, ne? Und wenn es eine Runde Joggen ist, dann ist es halt eine Runde Joggen. Das ist dann halt auch ganz individuell. Und da beginnt es aber auch schon wieder. Du darfst dich ja dann auch nicht dafür verurteilen, was du in dem Moment gerade möchtest. Ich möchte halt eigentlich nicht mit Freunden weggehen, sondern halt auf der Couch bleiben. Da kommt er dann schon wieder, aber meine sozialen Kontakte, und die muss ich doch pflegen. Und was sollen denn die Leute denken, ne? Und das ist dann so dieser ganze Prozess, wo das dann immer wieder abläuft. Absolut. Und dann gibt es manchmal Tage, wo man sagt, okay, heute entscheide ich mich einfach für mich und bleib zu Hause. Ja. Und dann gibt es manchmal Tage, wo man sagt, oh, jetzt haben wir das schon so lange ausgemacht, jetzt hast du vielleicht nicht 100% Bock, du machst trotzdem, es wird nachher trotzdem gut. Also es ist nie so die eine richtige oder falsche Entscheidung. Es kann immer ganz anders sein, und ich bin auch immer ein großer Freund von, Sachen sollen einfach sein. Also zum Beispiel Affirmationen habe ich das so, dass ich immer so einen Zettel an meinem Bartspiegel habe und morgens beim Zähneputzen sehe ich diesen Zettel, lese es durch. Also da muss ich jetzt nicht mich eine halbe Stunde ins Zimmerchen setzen und mir dann mantraartig meine Sachen vor mir her sagen, sondern ich gucke einfach so, dass ich es für mich so integrieren kann, dass es auch einfach machbar ist. Denn wie du schon sagst, es soll nicht in Arbeit ausarten, dass ich dann noch einen Stresspunkt mehr habe, weil ich erstmal hier meine 5 Punkte jeden Tag abhaken muss, damit ich am Wochenende ein Stück Schokolade mir verdiene oder so. Also, um Gottes Willen, nein, bitte nicht, ja. Genau, es soll schön praktisch sein. Das ist das Wichtige, weil dann machen wir es ja auch, ne? Wenn wir es einfach in unseren Alltag integrieren können, dann machen wir es auch. Du hattest letztens ganz wunderschön eine Instagram-Challenge zum Thema Selbstliebe. Es hat mir auch so gefallen, weil du es wieder an andere Leute weitergegeben hast, diesen Impuls, beschäftige dich doch mal damit. Was hast du da vielleicht so für dich als so mitgenommen, für dich persönlich, oder auch was hast du von den Leuten mitgenommen, die so teilgenommen haben? Also das war wirklich Wahnsinn. Das hätte ich auch gar nicht gedacht, dass da wirklich so viele dann aktiv auch dabei sind und wirklich ihre Posts teilen oder bei mir kommentieren. Oder ich habe auch so viele private Nachrichten bekommen von Leuten, die eben das nicht öffentlich machen wollen natürlich. Mhm. Und wo einfach immer wieder das Thema aufkam, so danke, dass du mich daran erinnert hast und dass man sich mit sich selber beschäftigt. Also auch da wieder, es sind oft die kleinen Dinge. Und das ist auch das, worum mir es ganz oft geht, dieses hinzuschauen, wie es ist. Das muss nicht irgendwie ein großes Ganze sein. Ich muss nicht erst irgendwas Großes geschafft haben, um nachher zu sagen, ich bin gut. Sondern ja, ein Punkt war zum Beispiel wirklich dieses mit dem Körper sich auseinandersetzen und dem Körper zu danken dafür, dass er jeden Tag einfach das macht, was er macht. Dass in dem Moment, wenn ich gerade hier sitze, mein Gehirn von ganz alleine die Wörter produziert, dass wenn ich meine Hände bewege, ich nicht überlegen muss, wie mache ich das jetzt, sondern das funktioniert alleine. Dass in dem Moment jetzt gerade, wo wir reden, mein Herz weiter schlägt, dass ich Luft bekomme, dass ich atmen kann, dass das Blut durchfließt, dass die ganzen Zellen versorgt werden. Also das ist so, um an diesem körperlichen Beispiel zu bleiben, ist was eigentlich eine Hochleistung ist, wo ich immer sage, der Körper ist so die absolute Wundermaschine. Jetzt in meinem Fall hat er so eine Chemotherapie einfach mal weggesteckt, einfach mal mitgemacht, ohne dass ich, also ne, ich bin immer noch hier. Das ist verrückt, das ist irgendwas, das weiß man immer gar nicht so zu schätzen. Und auch wenn man krank ist zum Beispiel, also ich meine Erkältung, jetzt nicht irgendwelche riesen, mega Krankheiten, chronische Krankheiten, das ist immer nochmal was Spezielleres. Aber jetzt zum Beispiel so Erkältung oder so, ne, nicht in das gehen, ich ärgere mich, dass ich erkältet bin, sondern
hey, mega gut, dass mein Körper jetzt gerade voll beschäftigt ist, von ganz alleine irgendwelche Viren und Bakterien, wie auch immer, zu bekämpfen oder da zu gucken, dass es mir wieder gut geht und ja, einfach da wirklich immer mehr das, was eigentlich selbstverständlich ist, als besonders zu erkennen. Und ich glaube, das war so ein großer Punkt, was für mich und auch für eigentlich alle anderen in dieser ganzen Challenge oder in dieser Woche wichtig war, sich mit sich selber zu beschäftigen, auch zu gucken, was kann ich gut, was macht mich aus, was sind meine Eigenschaften, welche Leute tun mir gut. Also wirklich immer mehr gezielt drauf gucken, was nehme ich eigentlich so ganz selbstverständlich hin jeden Tag, wer bin ich, was will ich, und zu gucken, davon sich mehr zu holen und ja, das einfach mehr zu schätzen. Also ein großer Punkt ist da ja auch immer dieses Dankbarkeitsgefühl, ne? Und was für uns immer so ein großes Wort ist und wo wir auch manchmal denken, das ist uns irgendwie zu abstrakt vielleicht, aber das kann wirklich in diesem Kleinen sein, ja, einfach, dass diese Dinge so funktionieren, ne? Dass es einem da so entsprechend geht, dass man so viele Sachen machen kann. Und ich glaube, das war wirklich das fast am wichtigsten. Ich habe jetzt sogar meinen Newsletter, also es gibt ja einen Newsletter, wo man sich eintragen kann, meine Seelenpost, wo man regelmäßig eben schöne, inspirierende Impulse auch bekommt, und habe das jetzt auch umgestellt, dass man da bei der Anmeldung direkt auch nochmal sozusagen diese Aufgaben bekommt, weil ich einfach glaube, dass das was ist, kann man auch immer wieder machen, das kann man auch einfach für sich machen. Es lohnt sich, das immer wieder zu machen. Und wenn man sich jeden Tag nur hinsetzt und sagt, heute danke ich meinem Körper dafür, dass er das und das macht, oder ich finde jeden Tag 2, 3 Sachen an mir, die ich jetzt einfach gut finde, dann lernt das Gehirn auch, da den Fokus mehr hinzurichten. Und wenn wir jeden Tag für die gleichen Dinge dankbar sind, ey, so what? Genau. Ist doch mega gut, ja. Ist doch besser, wie dass du morgen nicht mehr dafür dankbar sein kannst, ne? Also wenn du dir einen Fuß gebrochen hast, und dann lernst du vielleicht zu schätzen, wie schön es ist, einfach ganz normal laufen zu können, ne? Und also das war, glaube ich, so diese große Erkenntnis, dass da einfach extrem viele Menschen, vor allem auch Frauen, dieses Thema haben, auch das Thema Selbstwert, auch ich selber, also ich sage immer, es ist immer so dieses, man bekommt ja auch immer gespiegelt, womit man sich selber beschäftigen darf. Und dass wir da einfach wirklich immer mal wen brauchen, der uns ein bisschen inspiriert, der uns ein bisschen Input gibt, der uns ja einfach dazu motiviert, uns damit auseinanderzusetzen. Und nicht im anstrengenden Sinne, sondern im leichten Sinne. Es darf immer leicht sein. Und ja, wie du vorhin auch schon gesagt hast, es hat gar nichts mit Ego oder mit aufgeblasener Selbstverliebtheit zu tun, zu sagen, ey, ich finde mich eigentlich voll gut. Ist auch, das ist echt so ein Ding, sorry, wenn Männer zuhören, die sollen sich jetzt nicht diskriminiert fühlen, aber ist, glaube ich, eher so ein Frauending, ja, so dieses, ich kann das noch nicht gut genug, ich bin da irgendwie nicht so geeignet, ne, wenn es irgendwo eine Stellenausschreibung gibt und du hast irgendwie 8 oder 9 von 10 Punkten, die du erfüllst, dann denkst du, ich weiß nicht genau, ob das wirklich das Richtige ist, und eigentlich kann ich doch gar nicht so viel Geld verlangen, und ein Mann, der nur irgendwie 3 Punkte davon erfüllt, denkt sich, jawohl, ich bin genau der Richtige für den Job. Gib mir gleich mal mehr Kohle, ne? Ja. Das ist, warum auch immer das so ist, aber es trifft natürlich auch nicht immer auf alle zu. Also wir wollen jetzt nicht hier pauschal verallgemeinern und so, aber so im Schnitt, ja, ist es einfach doch so. Schön. Also schön fand ich auch nochmal das Selbstverständliche zu hinterfragen. Das ist ja, was dieses ganze Persönlichkeitsentwicklungsding eigentlich ist, ne? Dich mit dem auseinanderzusetzen, was da im Alltäglichen bei dir passiert. Wir sind so viel im Außen, ne? Gerade Selbstliebe, da geht ja auch so viel im Außen, ne? Wie wirke ich auf andere? Ziehe ich mich so an, weil ich das an mir mag oder weil das andere an mir mögen? Wem möchte ich gefallen? Möchte ich meinem Partner gefallen oder eigentlich mir selbst? Und das ist halt vieles so, wo man dann ins Umdenken auch zum Teil eher einfach kommt. Und wenn jetzt jemand zuhört und sagt, boah, ja, das ist eigentlich ein Thema, mit dem möchte ich mich näher auseinandersetzen, da möchte ich mal in mich reinhorchen, da möchte ich mal schauen. Was würdest du empfehlen? Wie geht man da am besten ran? Wie kann man denn überhaupt anfangen, in sich selbst reinzuhorchen? Wie kommt man denn wieder, wie bekommt man denn wieder Zugang zu diesem Bauchgefühl? Was brauche ich denn eigentlich? Also da würde ich wirklich immer sagen, also eins der ultimativsten Tools ever ist wirklich Meditation. Wobei Meditation ja häufig diese falsche Vorstellung in unserem Kopf auslöst. Also da meine ich jetzt nicht hinsetzen und einfach gar nichts machen, sondern wirklich diese geführten, geleiteten Meditationen. Da gibt es ja wirklich auch ganz viele online. Also ich habe auch bei mir wirklich im Podcast auf YouTube ganz, ganz viele, die einfach dazu
anleiten, dich hinzusetzen für ein paar Minuten, einfach dich mit dir zu beschäftigen, mit dir zu verbinden. Und je nachdem, wie, ich sag jetzt mal, wie gut man zum Beispiel auch in solchen Sachen wie Vorstellungskraft ist, kann es manchmal auch hilfreich sein, erstmal ganz simpel über körperliche Dinge zu starten. Das ist zum Beispiel was, das mache ich in meinen Kursen oder auch in solchen angeleiteten Gruppen sehr gerne, dass ich wirklich starte mit Atemübungen, mit Body-Scan-Meditation, wo es einfach darum geht, in den Körper reinzuspüren, sich mit der Atmung zu verbinden, weil es einfach Dinge sind, die jeder hat. Jeder hat nun mal diesen Körper, jeder hat irgendwie einen Arm, ein Bein, eine Nase, was auch immer. Und für sich einfach erstmal diesen Moment zu nehmen, dahin zu spüren und das ganz bewusst wahrzunehmen. Und über das Spüren herauszufinden, wie geht's mir eigentlich? Wie fühlt sich jetzt vielleicht gerade mein Bein? Was zwickt mir? Ne, wo habe ich irgendwelche Blockaden oder was fühlt sich auch richtig gut an? Und auch im Yoga ist es ganz oft, also in meinen Kursen ganz oft ein Thema, dass es wirklich darum geht, reinzuspüren. Wenn du die eine Seite machst und die andere Seite machst, ja, stellst du einen Unterschied fest. Also da wird man im Laufe der Zeit einfach viel mehr merken. Das war einem vorher einfach nicht bewusst, aber es war vorher schon immer so, dass ich einfach besser auf dem einen Bein stehen kann wie auf dem anderen Bein und dass ich hier mein Bein weiter öffnen kann und die Hüfte weiter aufgeht wie auf der anderen Seite. Zum Beispiel jetzt, um es an dem Körperlichen festzumachen. Und über dieses Üben kann man eben auch da reinkommen, in die geleiteten Meditationen, wo es dann wirklich darum geht, auch sich Sachen vorzustellen oder Sachen zu fühlen. Und auch da geht es gar nicht darum, dass jetzt vor unserem inneren Auge voll der Kinofilm abfährt, sondern oft weiß man es. Also eigentlich weiß man alles schon. Es gibt so einen schönen Spruch von der Leslie, ich glaube Kaminoff, den ich bin auf meiner Seite, aber ich vergesse den Nachnamen immer. Die sagt, alles, was ich zur Heilung benötige, befindet sich bereits in mir. Und das trifft es so. Wir haben eigentlich alles in uns und oft schaffen wir es nur nicht, hinzuschauen. Und es sind dann wirklich diese Momente in der Meditation, wenn man da so ganz ruhig ist, ganz mal reinspürt, in sich reinhört, dann weiß man das. Und dann muss man diesen Moment erwischen, bevor der Kopf sich einschaltet und sagt, ja, aber Moment, ne? Und das ist wirklich was, das geht mit Übung. Da wirklich immer wieder sich zu üben in diesem Meditieren. Was auch super hilft, ist wirklich aufschreiben. Also Journaling ist ja auch im Moment in aller Munde. Also da wirklich sich Sachen aufzuschreiben, um es einfach sich klarer zu machen. Das ist so, im Kopf sind diese Gedanken und die schwirren und man denkt, ich weiß ja eigentlich genau, was ich will. Aber hinzusetzen und zu sagen, was will ich denn eigentlich wirklich? Und ich schreibe das jetzt auf, ich bringe es jetzt so auf den Punkt. Das macht auch nochmal ganz viel. Das macht es für uns selber auch nochmal viel bewusster. Und ja, also das sind wirklich so diese zwei Dinge, wo ich sage, das ist, glaube ich, was sehr gut anzufangen damit, wirklich über Meditationen, über angeleitete Meditationen, über angeleitete Achtsamkeitsübungen vielleicht, wenn man das so eher bezeichnen möchte, in Kombination mit dem Aufschreiben der Erkenntnisse und auch hier völlig wertfrei. Also nicht diese Erkenntnis für sich haben und direkt schon drüber bewerten, ob die jetzt gut oder schlecht ist, richtig oder falsch, ob ich das eigentlich will oder nicht, sondern ganz wertfrei einfach aufzuschreiben und dann sich im Laufe der Zeit vielleicht immer nochmal durchzulesen, was man da aufgeschrieben hat und zu gucken, ist es das wirklich? Ne? Manchmal kommt die richtige Erkenntnis ja erst nach dem 10., 20. Mal. Ja. Und alles, was vorher war, war dann so die bis dahin gedachte Erkenntnis, die vielleicht jetzt gar nicht mehr stimmt. Und es ist auch nie was in Stein gemeißelt, es kann immer auch alles sich wieder ändern. Aber das wären so die, ja, wo ich sagen würde, ich glaube, so kann man ganz gut anfangen. Ja, das finde ich schön, genau. Und da sieht man wieder, es ist einfach ein Prozess und es kommt dieses, man muss es selber spüren. Wir können jetzt hier sitzen und erzählen, wie toll das ist, wenn man damit anfängt, aber das muss man selbst erleben und das muss man spüren. Man muss spüren, wie toll Meditation ist und wie gut Yoga tut, damit man sich dann auch so eine eigene Routine schafft. Ja, oder auch gerade diese, sorry, ich muss nochmal ganz kurz gerne. Zum Beispiel diese Selbstmassage, wo ich schon mal vorhin angesprochen habe. Ne? Das ist auch eine Möglichkeit, wo man wirklich sagen kann, ich nutze jetzt einfach jeden Tag 10 Minuten zum Beispiel und wende mich mir selber zu. In einer gefühlt liebevollen Art und Weise. Also ich benutze wirklich ein warmes Öl und massiere mich da und gehe dann wirklich gezielt über den Arm, über die Beine, über die ganzen Körperstellen, nehme es einfach bewusst wahr. Das kann manchmal auch schon helfen, weil wir so, es kann sein, dass wir so, ich sag jetzt mal, abgeteilt sind, dass wir sogar bei einer Body Scan Meditation nicht in dieses Körperteil richtig reinspüren können. Und dann kann es helfen, zu sagen, ich spüre jetzt in meinen Arm und ich fasse dabei diesen Arm einfach mal an. Ne? Also das ist auch nochmal was, wo ich finde, je nachdem, was man für ein Typ ist, manchmal geht es sehr, sehr gut,
wirklich über diese ganz konkreten körperlichen Dinge. Genau, und das sind aber dann wieder so diese kleinen Dinge. Wie du gerade sagst, sich 10 Minuten Zeit nehmen. Mehr muss es ja schon eigentlich gar nicht sein. Und gerne halt einfach auszuprobieren, ne? Auszuprobieren, ja. Was bringt mir denn was? Ist Journaling was für mich? Ist Meditation was für mich? Ist vielleicht diese Massage was für mich? Was ich super spannend übrigens finde. du hast es vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Man findet dich auf YouTube. Du hast einen Podcast. Du bist auf Instagram. Fass doch nochmal bitte gerne zusammen, was ich du alles überall. Machst. Und wie man dich da eventuell finden kann, wenn man jetzt sagt, ja, das fand ich interessant, da möchte ich jetzt ein bisschen mehr erfahren. Ja, also ich sage jetzt mal, meine Hauptanlaufstelle ist eigentlich immer meine Webseite und mein Blog auf christineraab.de. Da ist eigentlich alles gesammelt. Da findet man auch wirklich im Menü dann die Links zu Instagram, zu Facebook und zu YouTube. Und ansonsten, ja, wie du schon gesagt hast, bin ich da eigentlich überall aktiv. Ich bin im Moment am meisten wirklich auf Instagram aktiv, sowohl im Feed, aber auch in den Stories, was einfach auch immer damit zusammenhängt, wie ist dann die Reaktion, wie geht man in Interaktion mit Menschen. Und ich habe einfach für mich jetzt die Erfahrung gemacht in den letzten Wochen und Monaten, wie viele andere ja auch, dass bei Facebook das alles so ein bisschen abklingt, dass auch in Gruppen nicht mehr so viel los ist, was auch, glaube ich, daran liegt, dass es einfach zigtausend Gruppen gibt und man auch gar nicht die Zeit hat, sich jeden Tag so intensiv überall auseinanderzusetzen. Aber auf Instagram einfach dieser Austausch, warum auch immer, besser stattfindet, dass da die Menschen auch irgendwie aktiver sind. Deswegen macht mir das im Moment auch am meisten Spaß und dann bedingt sich das gegenseitig, ne? Dann postet man da natürlich mehr. Ja. Und da gebe ich mir auch wirklich immer sehr viel Mühe mit meinen Posts. Die sind immer nicht nur einfach hingeklatscht, sondern eigentlich auch da versuche eigentlich bei allem, was ich mache, immer irgendwie eine Botschaft zu vermitteln, einen Mehrwert mitzubringen, irgendwie eine Inspiration oder einen Input zu geben. Also das ist so der Austauschkanal, sage ich jetzt mal. Wenn es darum geht, einfach nur sich was anzuhören, irgendwie zu konsumieren zum Beispiel, dann ist wirklich YouTube-Kanal oder auch mein Podcast ideal. Also mein Podcast heißt Soul Beauty, aber ich glaube, wenn man nach Christine Raab sucht, also Podcast Christine Raab oder YouTube Christine Raab, also dann sollte man eigentlich mich überall finden. Wie gesagt, die Links gibt es sonst auch immer direkt bei mir auf der Webseite. Und wobei ich da meistens auch so Cross-Postings mache, also dass dann eben der Podcast sowohl auf YouTube als auch in der Podcast-App für iTunes, für Android und seit kurzem jetzt sogar auch für Spotify, also dass es immer dann auch das Gleiche ist, weil eben manche lieber hören, manche lieber sich das Video dazu anschauen. Also von daher kann man da reingucken, wobei ich auf YouTube auch immer mal noch zwischendurch ein Yoga-Video zum Beispiel veröffentliche. Also von daher gibt es da durchaus auch andere Sachen zu gucken. Und ja, wie gesagt, wer so auf dem Laufenden bleiben möchte, wer immer so ein bisschen noch mehr kriegen will, der darf natürlich auch gerne sich für meinen Newsletter eintragen auf christineraab.de und dann // Seelenpost. Aber eigentlich sollte das auch aufpoppen, sobald du auf meine Seite gehst. Und ich versuche es überall immer irgendwo hinzuschreiben. Es ist ja immer so das Ding, dass man selber, für einen selber ist es ja immer alles ganz klar und andere, die finden es dann nicht. Also wie gesagt, über christineraab.de sollte man eigentlich alles finden. Und falls du irgendwas suchst und es nicht findest, dann schreib mich einfach an. Genau. Ich werde auch ganz viele Links nochmal unten reinpacken. Da könnt ihr euch da gleich nachgucken. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Das war super, super schön. Und es war so dieses, du hast dich jetzt nicht hingestellt und gesagt, so, und jetzt müsst ihr 5-mal am Tag dies, das und jenes machen. Und dann werdet ihr euch alle selbst lieben und ganz viel Selbstvertrauen haben, sondern du hast es wirklich ganz, so wie es ist ein Prozess, es ist was Schleichendes. Es ist zyklisch, es ist immer mal ein guter Tag, mal ein schlechter Tag. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Das kann man und darf man ja so annehmen, wie es einfach ist und wie es kommt. Und ich danke dir sehr dafür. Und hoffe, euch hat es gefallen, uns zuzusehen und zuzuhören. Ihr habt einiges für euch mitnehmen können und probiert jetzt vielleicht das eine oder andere einfach mal aus. Ich danke dir und auch allen Zuhörern fürs Dabeisein. Vielen, vielen Dank. Dankeschön und tschüss, bis bald. Tschüss.